Herzlich willkommen zu Uncharted 4, nachdem wir Uncharted 1, 2 und 3 gespielt haben. Jetzt der vierte Teil soll angeblich der beste Uncharted-Teil sein. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, wir quatschen hier gar nicht lang rum, sondern gehen jetzt mal in die Story rein und gucken mal, wie das so wird. Timothy sagt, Heavy Rain kenne ich nicht, Beyond Two Souls habe ich, Detroit Human Becomes müsste ich auch haben. Neues Spiel. Oh Gott. Wir spielen auf Mittel, ne? Der ist schwierig. Was automatisch ziehen aus? Kamerahilfe aus, Kamera aus, aus, aus. Schwierig, Kind. Oliver, Horizon Zero Dawn habe ich einfach komplett durchgespielt. Mit DLC. War mega, mega gut. Hab's wirklich geliebt. Also Horizon Zero Dawn kann ich nur empfehlen. Aber ich werde es jetzt nicht noch beim Stream ein zweites Mal durchspielen. Das ist da so, das würde mir keinen Spaß machen einfach. Auch wenn das Spiel super gut ist. Ich freue mich darauf, wenn es eine Fortsetzung gibt. Hoffentlich. Und bin auch voll froh, dass das jetzt für PC gibt. Weil das Spiel hat sich wirklich echt gelohnt. Horizon Zero Dawn, eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Jetzt geht's los. Ladebildschirm haben wir gut übersprungen mit meinem Gequatsche. Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery, 1694. Ich hoffe, der Sound ist dann laut genug. Da müsst ihr mir gleich mal Rückmeldung geben, wenn Sound wirklich kommt. Sally ist auch wieder mit am Start. Wo ist denn Elena? Nathan! Sie holen auf! Ja, ich weiß, ich weiß. Dann gib Gas! Sam, ich fahr schon so schnell ich kann. Scheiße. Nee, ist das? Das ist gar nicht Sally, oder? Halte kurz auf die Insel. Auf welche Insel? Ich krieg die nicht gerammt. Es geht mal wieder super los. Freak, ja, The Last of Us habe ich auch gespielt und wir spielen auch The Last of Us 2 auf jeden Fall. Hat mir mega Spaß gemacht, habe ich früher nie gespielt. Ich hole gerade ganz viele Spiele nach, die ich früher nicht gespielt habe. Wir sollten auf die Insel zulenken. Ich weiß noch nicht, wo die Insel ist. Ich weiß gar nicht, zu welcher Insel wir jetzt fahren sollen. Es sieht mega geil aus. Ist der Sound soweit in Ordnung für euch? Könnt ihr da mal Rückmeldung geben? Oh, verdammt! Ja, ich liebte die Klicker bei The Last of Us. Alter Vater, da bin ich ausgerastet. Okay. Warte mal, haben wir hier unendlich Munition? Haben wir hier unendlich Munition? Scheiße, ich
Hä? Oh, ich bin schon fast down. Ich muss wieder Farbe ins Leben bekommen. Ihr kennt den Spruch. So? Da waren die, was? Die Bluster? Ach du Scheiße. Was da? Was? Die Bluster waren die Riesenviecher, ne? Weißt du, die Riesenviecher, die ich einfach mal mit 10 Sprengdingern dann kaputt gemacht habe? Ja, die waren auch mega einfach, ey. Sie sieht aus wie die Insel. Oh Gott. Oh ja, ja, oh ja, ja. Ich hab. Nathan! Habt ihr meine Fahrkünste gerade gesehen? Habt ihr die gesehen, Leute? Habt ihr die einfach mal gesehen? Nathan. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nein, ich habe keine Untertitel. Soll ich das gleich machen? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Hallo Hunting, ich habe auch nichts verändert. Ist der Ton so in Ordnung eigentlich oder ist er zu laut oder zu leise? Sam. Die Verlockung des Abenteuers. Jetzt gucken wir ganz kurz in den Optionen. Okay, ist das so leise, das Spiel? Also ich habe hier keine Dings für, ich kann hier keinen Untertitel anscheinend einsetzen. Auf jeden Fall hier nicht. Ah doch, hier, da. Ich habe das Spiel eigentlich sogar lauter gemacht, als es eigentlich normal ist. Und hoch und rüber. Oh. Ziemlich rutschig.
Hab den Sound jetzt noch ein Stück lauter gemacht. Dann sollte es aber eigentlich okay sein auch. Und wie gesagt, Untertitel sollte jetzt auch an sein. Das war nur eine gute Idee von dir, Oliver. Der Gang erinnert mich gerade an Outlast. Oh. Ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit, Ihnen aufzugeben. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Okay, sie ist weg. Stopp mal, Leute, ganz kurz Retalk. Ich war Tatsache früher mal mit meinen Großeltern praktisch so in so einer Art Urlaub, ne? Also es war Tatsache so ein, wir haben praktisch eine Städtereise gemacht, weil mein Opa aus einer anderen Stadt hierher gezogen ist von früher. Und der wollte halt gern, dass er wollte einfach was aus seiner Vergangenheit nochmal zeigen, wollte gerne nochmal seine alte Heimat besuchen, wollte, dass ich dann auf jeden Fall auch mitkomme. Und wir haben Tatsache da in einem, die 203 Tage, die es waren, in einem Art in so einem Schwesternorden gelebt. Also die hatten auch so ein paar Zimmer, die man mieten konnte und die kannten dann irgendwoher, keine Ahnung warum. Und da waren halt alles diese Schwesternschaften, die auch in diese Schwesterntracht hatten. Ich fand das echt beängstigend. Also ohne den Leuten was Böses zu wollen, die waren alle total freundlich so, aber trotzdem, ich fand das echt beängstigend. Gerade als ich die gesehen habe, ich musste euch das mal erzählen. So, sorry für die Unterbrechung. Das ist auch wie Outlast, da gab es auch ganz viele Akten. Saw of French's Heim für Jungen, Verhaltensbericht. Ich habe zufällig beobachtet, wie Edward mit einem von Nathans Büchern in der Luft herumgefuchtet hat, um den Kleinen zu ärgern. Nathan hat sich sofort auf Edward gestürzt und den Größeren umgeworfen. Ich bin gleich hingerannt, um dazwischen zu gehen. Doch da hatten sie es schon geschafft, sich gegenseitig zu schlagen. Administrative Unterschrift: Pater Wayne Duffy. Echt, sind die so leise, die Dialoge? Ich kann halt die Dialoge kaum noch lauter stellen, ne? So. Dann machen wir ganz kurz Optionen. Versuchen wir es mal so, ja? Ich habe jetzt, Oliver, Tatsache noch ein bisschen lauter alles gestellt. Also alles an Sound erstmal im Streamlabs und jetzt mal sehen. Und Hunting, ja, so beginnen Horrorfilme. Ich habe Angst. Verdammt. Aber ja, es wird hier auch sehr viel genuschelt. Was? Zu dem Fenster. Okay. Na los. Bewegung, Schwester. Okay.
So? Puh. Schwester Catherine? Oh, Mist. Ah, Schwester Catherine. Ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir aufmachen? Ich komme, Vater. Leise, Leute. Ui, wir haben das erste Rätsel geschafft. Boah, das Spiel beginnt aber ganz schön creepy, ne? Wir sind in der Anstalt wie bei Outlast, habe ich das Gefühl. Wir finden Akten, wir sehen hier komische Leute und es ist krass. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Puh. Mal sehen. Und wir sind ganz, ganz klein, nachdem wir erstmal fast abgeschossen worden sind.